Hallo, meine lieben Liebenden. Wie geht's euch denn, meine lieben Kanalmitglieder? Alles Paletti, alles gut? Ja, ich habe mir gedacht, ich habe Lust, mal ein wenig mit euch zu quatschen. Einfach so. Ich bin alleine hier. Ich warte gerade auf die Tante von der Gartenbaufirma. Die kommt jetzt endlich mal gucken nach unserem Zaun, weil ihr wisst ja, der Ares und die Pupsi hauen mir immer ab. Mein Mann ist gestern auch in der Nacht wieder rumgeflitzt und hat nach dem Hund gesucht. Könnte mir nicht passieren. Ich gehe nachts nämlich da nicht raus. Sehe ja nichts. Weder mit noch ohne Brille. Ja, ansonsten geht es uns eigentlich sehr gut, ein bisschen chaotisch immer noch. Ich habe es euch ja gezeigt, das Durcheinander. Seit ich euch das gezeigt habe, ist aber schon ein bisschen wieder was passiert. Und zwar habe ich ja auch wieder fleißig eingekocht. Moment, ich habe hier irgendwie keinen richtigen Hals. So. Und ja, also langsam aber sicher, nächste Woche kommen dann die Möbel endlich und wenn die da sind, werde ich euch die natürlich auch zeigen. Aber es sind auch ja andere Sachen hier los gewesen. Zum Beispiel waren wir ja, also erstmal war das Tantchen schon mal hier, der geht es jetzt nicht so rasend gut. Hochzeit ist auch abgesagt, weil sie gesundheitlich halt nicht so gut ist, aber ihr loses Mundwerk hat sie trotzdem behalten. Die Kleine war hier und noch eine Freundin von Tantchen war mitgekommen und ja, zu alt hat auch alles ganz gut gefunden und hübsch und ja und dies und jenes und ihre Freundin, die hat sich nicht mehr eingekriegt mit der Kleinen, mit der Haley. Ja, mein Gott, ist das Kind hübsch. Meine Güte, die gleicht aber dem Papa. Das ist ganz der Papa. Patrick hat sich vor lauter Stolz nicht mehr eingekriegt. Und sie hat das wirklich alle 5 Minuten. Ach, wie der Papa, so wie der Papa. Aber irgendwann hat die Tante die Schnauze voll. Sagte, warum sagst du das denn immer? Das Kind ist doch hübsch. Patrick ist das Gesicht entgleist und Nadja hat fast das Kind gekriegt vor Lachen. Die hat, also wenn sie sich über den Boden gekugelt hätte, hätten wir sie nie wieder hochgekriegt, weil sie hat ja die Ausmaße eines mittleren Nilpferds mittlerweile. Ja, aber gut. Eigentlich geht es ihr nicht so besonders gut mit der Schwangerschaft jetzt zum Schluss. Aber da konnte sie herzhaft drüber lachen. Ne? Und die Tante hat das wirklich bitter ernst gemeint. Ne? Wieso? Sag doch nicht, das Kind gleich dem Vater. Das Kind ist doch hübsch. Ja, ich habe mich meiner Meinung enthalten, war auch besser so. Und dann, als sie gegangen ist, ja, da haben wir natürlich auch nochmal herzlich drüber gelacht. Also sie ist einfach ein Unikat. Aber ich befürchte, dass wir sie nicht mehr sehr lange genießen können, leider. Sie ist gesundheitlich wirklich sehr, sehr angeschlagen. Gut, ja, was habe ich noch zu berichten? Halloween war ein Highlight. Nein, nicht wirklich. Halloween ist ja mein Nationalfeiertag. Irgendwie habe ich eine Scheißoptik hier. Ne? Also ich habe immer eine Scheißoptik, aber heute besonders. So, ja, Halloween ist ja mein Nationalfeiertag, könnte man so sagen. Und das ist dieses Jahr ein bisschen kurz geraten, weil es eben halt so knapp war mit dem ganzen Umzug und dem Gedönsen. Ich hatte zwar meine 3 Ottos da draußen sitzen, die sind auch öfters fotografiert worden und weiß der Geier. Ja, Kinder sind auch klingeln gekommen, das war ganz lustig, aber ich habe danach blaue Rippen gehabt. Mein Mann hat nämlich immer mit mir die Tür geöffnet und ja, die Kinder haben da, ich bin ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen, dieses ganze Halloween, es weiß ja keiner mehr, warum er klingeln kommt. Die Kinder kommen klingeln, der Zauberer ist, schallert es einem dann entgegen. Und wenn man dann fragt, ja, warum sagst du das zu mir? Weil meine Mama gesagt hat, ich soll. Ah ja. Und hat deine Mama dir denn auch erklärt, was der Sinn hinter des ganzen Dings da ist, dieses ganze Süßes oder Saures. Was ist denn der Sinn dahinter? Was heißt das denn? Warum sagst du das? Weil ich Schokolade will. Mein Mann haut mir in die Rippen, blauer Fleck. Ich sage, ich bin ja schon still. Ich kann aber nicht, das geht nicht. Das widerspricht meinem Naturell. Ne? Und da können Sie schon froh sein, dass ich nicht verkleidet war. Mein Mann und ich haben nämlich vor, die erleben nächstes Jahr ihr blaues Wunder hier, also ehrlich. So ein kleiner Trakese hoch, gibst du mir jetzt Schokolade? Nein, warum? Wie sagt man denn? Süßes oder saures? Ich sage, ja, warum sagt man denn, dass mein Mann wieder baff in die Rippen, gibt dem Kind die Schokolade und halt den Mund? Ja. Schokolade gegeben, die Mutter steht daneben, schüttelt den Kopf. Habe ich gedacht, ja, warum schüttelst du den Kopf, du dumme Nuss? Sag doch dem Kind, warum es das von mir verlangt. Ist doch das Wenigste, oder bin ich da wirklich ein bisschen streng? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich nachher wirklich blau überall, weil bei jedem Kind, das geklingelt hat, hat mein Mann Todesängste ausgestanden. Ich würde wieder eine Diskussion anfangen mit einem Dreijährigen. Das bringt übrigens nichts. Und ja, da kam, irgendwann hat es dann auch nochmal geklingelt, so um 10 Uhr abends oder um 11 Uhr, ich weiß es nicht mehr. Und ich dachte, wer kommt denn so spät noch klingeln? Sind die bekloppt? Die haben ihre Kinder doch jetzt ins Bett zu legen. Da stehen da 3, 4, so, keine Ahnung, 13, 14, 15-Jährige vor mir. Süßes oder saures, schallt es mir entgegen aus voller Kehle. Ich war, oh, ihr seid aber schon groß, ne? Ja, das wissen wir selber. Ein bisschen freundlicher wird es vielleicht auch gehen. Warum ist es Halloween? Ja, warum ist es denn Halloween? Weil es der 31. Oktober ist.
Ja, touché. Mein Mann wieder dahinter, so, Doc. Was wollt ihr denn? Ja, Süßes oder Saures? Das, wenn ich denn jetzt nichts Süßes mehr habe, dann gibt's Saures. Was wollt ihr denn machen? Ich hab doch keine Angst vor euch. Mein Mann wieder, boff. Ich sage, ja, ist ja gut. Hier, nehmt euch was. Die drei greifen in die Vollen. Habe ich auch gedacht. Na gut, Bescheidenheit ist des Menschen Zier. Aber bei den drei hat das wohl versagt. Sie weiter die Straße runter, ich hinterher gebrüllt. Macht langsam, da liegen schon kleine Kinder im Bett. Ja, wir wissen das. Die Leute kennen uns. Warum habe ich dann bei mir gedacht, ich kann es mir vorstellen. Tür zu, Ruhe, Gott sei Dank. Also noch ein paar Kinder hätte ich, in dem ich liebe Kinder, aber da hätte ich keine mehr ertragen. Das war wirklich nicht so dolle. Aber ich muss unbedingt die ganze Nachbarschaft mal über den Sinn von Halloween aufklären, ne? Irgendwie. Ja, was soll man machen, ne? Aber mir hat wirklich am Tag danach alles wehgetan. Ich sage, wenn du mir einmal in die Rippen haust, dann hau ich zurück, ne? Und dann stehst du wahrscheinlich nicht vor dem nächsten Halloween wieder auf, ne? Ja, gestern waren wir dann, oder vorgestern, wann war denn das, ne? Vorgestern, Samstag, war ja dann hier St. Martins Umzug. So was kennen wir in Luxemburg ja gar nicht. Das gibt's bei uns nicht. Bei uns gibt's da von Umzug zu Umzügen her nur das Lichtmissfest oder, ja, da gehen die Kinder halt eben auch Süßigkeiten holen. Aber so Umzüge, außer Nationalfeiertag, gibt es das bei uns eigentlich weniger. Ja, hab ich gesagt, gehen wir mal gucken. Ne? Wir müssen uns ja mal in die Dorfgemeinschaft einfügen. Und wenn es nur mit dem St. Martins-Umzug ist, kommen wir darunter gar nichts vorstellen. Habe ich gedacht, da komm, du hast das Kleine hier, du Pupsi, nimm, packst du die jetzt mal in den Buggy. Ich habe einen neuen Buggy. So bequem, als könnte ich selber hinsetzen, wenn es denn der Buggy schaffen würde. Wir, die Kleine eingepackt, abends schon dunkel draußen. Die hat mich schon angeguckt, als würde sie sagen, sag mal, Oma, ihr ist es jetzt soweit. Seit wann darf ich ihm die Uhrzeit noch mit raus? Und ja, mir runtergedackelt zu Fuß natürlich. Ich hatte da ein bisschen die Entfernung unterschätzt. Und ja, der Umzug ging direkt neben dem Friedhof los. Und das ist ja absolut meins. Ne? Also der Friedhof hat mich sehr angezogen, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Aber mein Mann hat mich dann die ganze Zeit festgehalten, damit ich nicht abhaue. Da gab es dann zuerst mal so eine Art Gottesdienst. War ja jetzt auch nicht so meines, ne? So eine Kirche, Gottesdienst und sowas. Da habe ich auch nichts mit am Hut. Aber es war auch ganz hübsch. Die Kinder mit ihren Laternen und auf einmal hat es mich gepackt und da habe ich gesagt, ich will auch eine Laterne. Mein Mann, was ist los? Ich will eine Laterne. Ich fühle mich fehl am Platz ohne Laterne. Ich gehe nicht mit dem Umzug, wenn ich keine Laterne habe. Auf einmal steht so ein Kleiner neben mir, 4 Jahre alt. Hier, Tante, nimm meinen. Ich hätte ihn fressen können. Dann sind die ja wieder so niedlich. Ich soll auch, du liebes Kerlchen, dann behalt dein Lampion. Die Tante ist jetzt vernünftig, mein Mann. Es wird auch Zeit. Auf einmal fängt die Kleine an zu brüllen wie am Spieß. Ich sagte, was ist denn jetzt los? Der ist kalt. Warum soll der kalt sein? Ich habe sie doch angezogen. Sie ist ja nicht nackig im Buggy. Ja, aber ist er trotzdem kalt? Hat auch wirklich kalte Fingerchen. Ne? Ich meine Tochter angerufen. Kommst du die Kleine holen? Wieso? Weil es deine ist. Ja, wir sind aber hier noch nicht fertig. So, wenn du fertig bist mit deinem Rumkugeln, dann ist dein Kind erfroren. Gut, wir kommen dann direkt. Da haben die dann das Pupsi abgeholt, ne? Mitgenommen. Ich sag, ja, das ist mein Buggy, den krieg ich aber wieder. Ja, irgendwann, weg waren sie. Ja, da haben wir dann auch ein bisschen die Worte gefehlt. Wir sind dann mit dem Umzug mit rumgegangen, war ganz niedlich, war ganz schön. Dann nochmal in den Gemeindebau, da gab es dann noch Kaffee und da gab es sogar ein Brezel haben wir, so eine Zuckerbrezel haben wir umsonst bekommen. Das habe ich ja noch nie gesehen, ne? Ich bin dahin, ich wollte schön brav für meine Brezel bezahlen, wie ich das gewöhnt bin, ne? Aber nee, die war gratis. Da hat mich wirklich sehr gefreut. Und die war so groß, ne? Wirklich schön, muss ich sagen. Rein, haben wir noch einen Cola getrunken und ein Würstchen gegessen und dann sind wir hochgedackelt. Also ihr hättet mich sehen müssen. Ich bin die letzten Meter auf allen Vieren ruf. Sascha, seid ihr schon daheim? Nein, wir krauchen die letzten Meter hoch. Warum? Ich sag, weil wir kein Auto dabei haben. Warum? So was ist dem ist sowas vollkommen unverständlich. Der bewegt sich ja nicht mehr, sein muss, ne? Und ja, kommt ihr denn noch bis zu mir? Ich sage, ja gut, da kommen wir bis zu dir. Der hat seine Wohnung schon wunderbar eingerichtet. Da ist von Chaos fast keine Spur mehr. Ich bin nicht stolz auf ihn. Ja, da haben wir beim Sascha noch eine Tasse Kaffee getrunken. Waren wir hochgekommen wieder in so unser Chaos. Ich wollte gar nicht mehr da weg. Der hat wenigstens eine Couch. Wir nicht. Na doch, wir haben eine Couch jetzt. Aber leider vor der Tür. Mein Mann hat ja gemeint, der müsste die Lounge-Möbel schon aufbauen. Jetzt stehen die da und ich bin am Überlegen, ob ich da so einen Feuerkorb oder so einen Heizstrahler hinstelle. Ist ja zu, ne? Ist ja überdeckt. Wird ja nicht kalt da drin, ne? Ja, muss man mal gucken, ne? Wir haben ja sowieso auch ein kleines Müllproblem und wenn mein Mann jetzt da hinten nochmal den Müll irgendwann wegbringt, weil der hat irgendwann hat er eine Müllkippenphobie. Und ja, dann ist das ganz gemütlich da. Da könnte man mit dem Heizstrahler schön sitzen, ne? Wenn wir den Müll dann irgendwann mal loswerden. Wenigstens hat er den Anhänger jetzt leer geräumt. Da waren, ich weiß nicht, keine Ahnung, 4 Stär Holz drin. Also kalt wird uns sicher nicht. Wir sind vorbereitet.
Ich habe ja angefangen mit Preppen. Und wenn ich weiß, was das ist, der kann ja mal hier auf YouTube gucken. Da gibt es ganz viele Videos davon. Jetzt kommt Herz, jetzt kriege ich wieder Päckchen, kriegt mein Mann wieder eine Krise. Brauche ich aber nicht aufstehen, die schmeißen alles in meinen wunderbaren Schrank hier neben mir. Ich sehe aus, oh Gott. Gestern war ich das erste Mal in meiner neuen Badewanne, die ist unbequem, da bricht man sich das Genick drin. Ich bin ja so klein und die Wanne ist so groß und wenn ich da liege, hänge ich mit dem Genick genau in der Kante. Dann habe ich mir ein Duschtuch reingelegt, das war auch nicht das Gelbe vom Ei. Muss man noch was einfallen lassen, ne? Naja, gut. Auf einmal gestern Abend kommt der Sascha auch hoch, sagt er zu mir, meine Tür steht auf. Ja, und das haben Türen so an sich, dass die manchmal auf sind. Ne? Nein, ich hatte sie sicher zugemacht. Und der Mike hat gesagt, die Türe wäre jetzt auf. Ich bin aber sicher, dass ich sie zugemacht habe. Er sagt, ja, der Wind, das himmlische Kinn vielleicht. Sagt er, nein, die war richtig in der Klinke, die war richtig drin. Die kann nicht von selber aufgehen. Spuk? Hier spukt es ja, ne? Das ist ja gewiss, gewusst. Ne? Aber nichts Böses, alles gut. Ich habe aber noch nicht, ich habe noch die Zeit gekriegt, mich in Kontakt richtig zu setzen. Da habe ich zu ihm gesagt, hier, nimm die Räuchermischung mit, dann läufst du einmal durch die Wohnung, dann ist es gut, ne? Ja, meinst du? Sagt er, ja, probiere es doch mal. Er ist runter ohne die Räuchermischung. Dann habe ich auch gedacht, na gut, da kann der Spuck nicht so wichtig sein und nicht so dolle sein. Aber ich habe Angst. Ich habe ein unwohles Gefühl. Ich sage, fang jetzt nicht schon an, du bist erst eingezogen. Ein bisschen musst du hier wohl noch damit leben, ne? Na gut, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Er ist noch am Schlafen, der hat ja noch Urlaub, der Gute. Und da ist er nur wach, wenn er muss. Naja, ist auch egal. In der Zeit geht er mir nicht auf den Sack. Gut. Ja, hier seht ihr auch schon die Überreste von einigen Gläsern, die wieder leer sind, von meinem Einkochen. Ne? Anstatt Kisten auszuräumen und Müll wegzubringen, koche ich ja lieber Obst und Gemüse ein. Man muss Prioritäten setzen. Ne? Schließlich ist man ja hungrig irgendwann. Und da haben wir noch ein bisschen so unser Problem. Die Küche hier ist sehr, sehr klein und ich habe nun mal ziemlich viel und ja, gut. Egal, Thema Papierkorb. Irgendwann nächstes Jahr, so März rum, wird das sich auch ändern. Müllproblem, ja, warum? Ich weiß nicht. Hat vielleicht mit den Päckchen zu tun, die jetzt wieder draußen im Schrank liegen. Naja, gut. Ich bin nicht wieder kaufsüchtig geworden. Keine Angst, das ist schon alles im Budget eingeplant. Aber wir haben ja wirklich uns ganz neu eingerichtet und leider noch nicht keinen Platz, eben wegen Mangel an Möbel. Aber egal, was soll's. Weiter kann ich euch jetzt im Moment nicht viel erzählen. Ich wollte mich einfach kurz melden, ein paar Minuten quasseln mit euch. Versucht doch einfach mal mir zu schreiben, empfehlt meinen Kanal ein bisschen weiter. Gebt mir einen lieben Kommentar, baut mich etwas auf, das wäre nett. Ja, und dann gucken wir mal weiter, was ich euch dann das nächste Mal für Anekdötchen erzählen kann. Ne? Ich hoffe mal lustige, ich hoffe mal ein bisschen schöne. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch bald mit den Videos dann weitermachen kann, die mir wirklich am Herzen liegen. Aber mein Hexenzimmer ist noch nicht fertig, das wird erst gebaut. Das erkläre ich euch dann im nächsten Video. Alles Liebe, meine Süßen. Passt auf euch auf, bleibt gesund und munter. Küsschen aufs Schnüsschen. Ciao.